Hallo zusammen, ich habe wieder einen Kompressor ausgebaut aus dem Kühlschrank, den wir dann umbauen auf 12 Volt. Das Video verlinke ich euch dann hier oben. Dieser Kompressor ist ein Wanzeng Standard 220 Volt Kompressor. Das Datenblatt habe ich irgendwo geklaut, ist nicht ganz richtig. Das verlinke ich euch unten. Dieser Kompressor hat eine Kälteleistung gemäß diesem Datenblatt von 198 Watt. Ich mache euch dann irgendwo hier mal ein Video über den Wirkungsgrad eines Kühlschranks oder eines Kompressors oder eines Kühlsystems. Ja, dieser Kompressor bauen wir aus. Der ist zu erwerben. Der ist also niegelnagelneu. Hier sind die Rohre saugseitig bzw. Füllanschluss. Saugseitig, beides kann tauscht werden, und den Druckanschluss. Die Rohre sind hier zugelötet. Und hier ist elektrisch. Wir haben ein Kabel dran, 220 Volt, aber hier ist ein Stecker. Das geht an sich auf den Kühlschrank. Wir haben hier verschiedene Kabel. Also oben gehen wir weg. Chinesischer Kühlschrank mit europäischer Norm. Wir haben das braune Kabel, das blaue Kabel und hier ist das Grau und das ist hier dann schwarz, also europäische Norm. Und das braune Kabel und das schwarze bzw. graue Kabel, das wechselt hier im Stecker, müssten gebrückt werden oder über den Thermostat original angeschlossen, dass der Kühlschrank läuft. Da habe ich ein Erdungskabel dran, das führt direkt auf den Stecker. Der Laufkondensator, den brauche ich, dass er ruhig läuft. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Kompressor. Ich habe da noch nicht so viele am Lager, ich glaube 10 Stück, aber andere Kompressoren findet ihr, mache ich euch einen Link unten auf unserer Homepage. Die verkaufen wir 50 bei einem Stück Franken bis 10 Franken bei 50 Stück. Ja, Standard neue Kompressoren, Datenblatt findet ihr auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag.